Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Teil unserer Football Manager 2024 Serie, ihr Lieben. Und naja, wir sind ja bei PSG gelandet, über Umwege mit Villarreal sehr, sehr erfolgreich gewesen. Aber jetzt dann doch bei PSG. Wie gesagt, zwei Möglichkeiten gab es: Manchester City oder PSG. Wir haben uns für PSG am Ende des Tages entschieden. Und ja, bisher der Start gut. Wir haben den Kader ordentlich umgekrempelt, würde ich sagen. Also haben schon ordentlich viele Transfers auch gemacht. Sind jetzt drauf und dran, hier die Spiele zu haben gegen Bordeaux, Girondins Bordeaux, Monaco, die Mannschaft, von der Kylian Mbappé und auch andere große Spieler kommen. Und Nizza. Also durchaus schwierige Spiele, gerade gegen Monaco und gegen Nizza. Wir gucken nochmal in die Saisonvorschau, sehen, dass Monaco Vierter ist, Nizza Dritter ist und gut, Girondins Bordeaux, die sind 600 Erste, haben übrigens eine Frau als Trainerin. Ungewöhnlich, dass man es sieht, ne? Deswegen erwähne ich es, ansonsten keine Vorbehalte. Aber wir gucken mal, wie wir uns hier so schlagen. Ich glaube, ich bin ganz zufrieden aktuell mit der Auswahl und ich glaube, da gehen wir auch mal los und ab ins Spiel. Never change running system. Das System hat bisher ganz gut funktioniert. Nicht optimal, muss man auch sagen, ne? Also wir haben jetzt gerade gegen Cannes, haben wir gesehen, da wurde es auch mal richtig eng. Da hat es gar nicht gepasst. Und da ist dann plötzlich aus einem relativ komfortablen Moment nochmal ein richtiges Problem entstanden. Das haben wir dann zum Ende der Partie nochmal irgendwie lösen können. Aber sicherlich jetzt von den drei Spielen das etwas leichtere Spiel gegen Girondins Bordeaux. Weil gerade gegen die unten ist es ja meistens nicht so leicht zu spielen. Da gewinnst du als großer Verein eigentlich nichts. Da kannst du nur verlieren. Aber jetzt sind wir ein schöner Ball auf Reyna und Gonzalo Ramos. Ball drüber. Erste Gelegenheit. Gut 5 Minuten gespielt. Ecke von Reyna. Der bringt ihn rein zu Percival. Kommt nicht ran. Xavi Simons zweiter Versuch. Reyna in die Mitte und dann wird's wuselig. Ugarte. Mason. SDW, schön gesehen auf Chicognini. Der hat Platz, der hat Zeit, der bringt ihn in die Mitte und dann ist er irgendwie drin. Eigentor. Man muss dazu sagen, wir haben, glaube ich, schon im ersten Teil, in den ersten beiden Spielen, zwei Eigentore gesehen. Also wir zwingen da die Gegner schon auch in Situationen, Abwehrsituationen, die ihnen sehr, sehr schwer fallen. Und wenn das ein Trend der Europameisterschaft war, dann haben wir ja auch gesehen, dass Eigentore durchaus im Trend lagen, auch wenn sie einem natürlich die Spieler immer leid tun, aber auch schon außergewöhnlich viele Eigentore, muss man sagen. Hallo Ramos. Da ist Zaka. Der nagelt den Torwart am besten noch mit unter die Latte. Was für ein Tor. Von Stefan Zeiger. Nochmal bam, Junge, mit links auch noch, ne? Tag. Da hier Emery gut dazwischen, Zeiger. Ja. Also es wird einen Moment dauern, sage ich jetzt mal, bis wir unsere Mannschaft so weit haben, dass wir auch sagen, wir sind komfortabel, auch jetzt mit Ersatzspielern und so weiter. Wir können uns ja eigentlich nur in der Spitze verbessern, ne? Renard Ramos abseits, ja, das war deutlich, glaube ich. Ja, wir müssen, wenn wir was machen wollen, müssen wir in der Spitze agieren und das ist natürlich dann immer 100 Millionen plus. Da kann man ganz gut, wenn man ein paar Wunderknaben hat oder findet oder so, die als Backups aufbauen, ne? Auch aus der eigenen Jugend, wenn da was da wäre. Gar keine Frage.
um den Kader noch ein bisschen anzureichern. Eigentlich haben sie auch super gute Einrichtungen bei Paris Saint-Germain, aber aus der Jugend muss man sagen, war jetzt nicht so der Knaller dabei. Daher schwierig da aufzufüllen. Zeiger. Ihr Emery. Chicognini. Ball auf Renner. Aber das ist das gleiche Problem, was jeder große Club hat. Selbst wenn man eine sehr gute Jugendausbildung hat, ist es schwer, noch diese Talente in der Spitze zu finden, ne? Die man dann irgendwie in den Kader integrieren muss, der Weltklasse ist. Rennes ist ja übrigens, glaube ich, letztes Jahr Meister geworden, hat dann diese Reihe an Serie Meister sein von PSG durchbrochen. Und ich glaube auch deswegen war der Posten überhaupt überhaupt zu haben. Festival, Javi. Ugarte. Ramos. Festival, auch nicht. Zwölf zu eins Chancen. Bisher komfortabel. Aber gegen Kahn haben wir gesehen, das geht auch schnell in die Hose. Gognini sieht Percival, sieht Zaire Emery. Der wird gelegt. Es ist eine brutale Qualität, die wir haben im Kader, ne? Also, ich finde auch geil, wie die sich hier beschweren bei Zaire Emery. Irgendwie falsche Animation. Oder sie haben ihn abgefeiert, dass er den so gut rausgeschunden hat. Javi Simmons, ach, ich habe immer noch nicht die Elfmeterschützen eingestellt, wie du. Er hatte schon den ersten verschossen. Das müssen wir unbedingt ändern. Scheint da nicht der sicherste zu sein. So, wir wollen keine Selbstzufriedenheit. Easy going bisher. Percival. Ramos. Nizza auch 3-0 übrigens. Also die dürfen wir ja nachher noch spielen. Das wird schwierig. Bin mal gespannt auf Top-Niveau dann, wenn wir da die Vergleiche sehen dann auch. Stefan Zeiger. Ach so. Ja, Mason. Ja, eigentlich aus England gekommen, von daher. Stefan Zeiger ist, glaube ich, aber Franzose. Also wahrscheinlich ist Mason nicht richtig, sondern wahrscheinlich ist richtig Masson oder so, wenn man ihn richtig aussprechen wollen würde. Reina, Alter. Unter die Latte. Bisschen Pech dabei auch. Ja, wir können mal ein bisschen wechseln, würde ich sagen, ne? So, wir nehmen mal alle raus, die jetzt nicht besser als 7-0 sind. Das sind nicht so viele. STW. Der Emery. Könnten wir erbringen, wäre vielleicht.
Dann bringen wir Massa. Noch gar nicht gespielt. Chicognini, da könnte man jetzt noch Erevele bringen. Genau. Passt. Erstmal. Wie Simmons. Ja, der ist schon brutal gut, ne? Also, man merkt in dieser ganzen Anlage des Spielers, der ist schon wirklich außergewöhnlich. Wähle, da hinten kommt Gonzalo Ramos nicht dran. Javi. Ja, wir müssen. Wenn wir was tun müssen, jetzt auch in der kommenden Saison, wenn dann etwas auf den defensiven Positionen machen, ne? Da ist es ein bisschen dünn besetzt. Generell müssen wir was für die Breite tun, glaube ich, aber ja. Also linksverteidigermäßig brauchen wir eigentlich nichts machen, wenn wir Nuno Mendes theoretisch noch halten wollen würden. Offensiv passt erstmal. Defensiv ist halt so die Frage, weil Ugarte ist tatsächlich schon 33, glaube ich. Theate, sein Vertrag läuft in dieser Saison aus. Er möchte nicht verlängern. Ich habe schon versucht, ein Jahr noch zu verlängern. Geht nicht, will er nicht. Das heißt, der würde uns verlassen. Genauso wie Maser übrigens, der auch spielt. Auch ein Defensiver, auch ein Innenverteidiger. Also, da haben wir ein bisschen Bedarf, ne? Da müssen wir ein paar gute Lösungen finden. Vielleicht auch mal nach ablösefreien Topstars schauen. Javi Simmons. Nein. Oder die sich ihrem Vertragsende nähern, sagen wir es mal so. Könnte dann ein Thema werden. So viele Spieler verbessern einen dann nicht mehr auf dem Niveau. Dyson von Villarreal, das wäre sicherlich super gut. Aber den werden wir unter 100 irgendwas Millionen nicht bekommen. Dann ist auch die Frage, wenn man das dann ausmanagt. Haben wir auch nur einen dazu gewonnen, obwohl wir eigentlich so mal 2-3 verlieren. Und ich muss auch im defensiven Mittelfeld müssen wir eigentlich auch was tun. Ugarte, schaut mal, was das für ein Topstar ist. Also du musst jetzt eigentlich, müssen jetzt sukzessive wirklich Saison für Saison einen Topstar nachholen, weil sonst wird es wirklich schwierig. Reynard ist und bleibt top. Zeiger, super, dass wir den bekommen haben. Masson, super, dass wir den bekommen haben. Ne? Das sind schon mal super in der Spitze richtige Top-Leute. Und jetzt müssen wir quasi Saison für Saison gucken, dass wir da immer einen nachlegen. Dafür muss natürlich auch das Budget da sein, aber davon gehe ich bei PSG irgendwie automatisch schon von aus. Vielleicht ist das auch falsch, aber gefühlt, der Verein gehört ja dem. Wie heißt er noch hier? Warte mal, da ist doch. Sehen wir nochmal den Präsidenten. Das war doch hier auch irgendwo zu sehen, oder? Warte mal. Vielleicht hier auf Vorstand. Hier, dieser. Genau, ne? Alles Kataris. Also, da könnte man sich schon vorstellen, dass es da vielleicht nochmal ein bisschen Knete zwischendurch gibt. Schauen wir uns mal an. Wir sind in, wann sind wir wieder da? In 7 Tagen gegen Monaco. Da wird es der erste Härtetest. Ich bin gespannt. Bis gleich. So, und da sind wir wieder zurück zum zweiten Spiel. Und ja, es hat sich einiges getan. Wir haben ein Angebot bekommen für Jure de Jong. So, der ist nur 48 Millionen wert. Ja, ordentliches Talent auf jeden Fall.
aber soll 71 Millionen bringen. Ich würde nach Abschluss nochmal 46 oder so Millionen bekommen auf mein Transferbudget. Das Problem daran ist nur, diese 46 Millionen bringen mir nichts. Weil dann haben wir ein bisschen über 70 und dafür kriege ich jetzt nicht die Leute, die ich gerne hätte halt. Ne? Dass die, die jetzt wirklich noch was bringen in der Top-Qualität, die sind alle ein bisschen teurer. Klar würde ich ihn jetzt zum Beispiel dafür bekommen, ne? Aber guckt euch mal das Gehalt an, das macht dann keinen Spaß in dem Sinne. Und ansonsten gibt es da nicht so die, wo ich sage, wow, da falle ich jetzt hinten rüber. Potenzialtechnisch sowieso nicht. Also da gibt es nur einen, nämlich Diaby, der einigermaßen in diese Richtung passt, die wir uns jetzt noch vorstellen könnten. Ne? Also den könnten wir dann ja nochmal für links und rechts holen, gar keine Frage. Haben wir aber auch in der Qualität jetzt in der Höhe nichts gewonnen. Außer dass er vielleicht noch mal besser wird, aber auch hier eher schwierig. Ansonsten vom Niveau her schwierig sich zu verbessern. Also gerade defensiv kriegst du für 70 Millionen jetzt nicht so den Knaller. Ne? Die Wunderkinder, die habe ich alle schon weggegrast mit Villarreal, muss ich sagen. Da sind jetzt auch nicht so viele neue nachgekommen. Macht es für mich ein bisschen schwer, die Entscheidung zu treffen, den jetzt anzunehmen, weil Jure de Jong durchaus ein sehr, sehr valider Ersatz ist. Ich habe jetzt übrigens aus der Jugend noch ihn hier hochgezogen, Cesar Hernandez. Der ist Rechtsverteidiger, ordentliches Talent, um die Reihen ein bisschen zu füllen, ne? Definitiv nur deswegen. Aber, boah. Wisst ihr, das ist so wieder so eine Entscheidung, die man dann trifft. Schwierig, sag ich ehrlich. Weil wenn ich Jure de Jong abgebe, ist er weg. Ja, und die 71 Millionen bringen mir jetzt in der Situation jetzt gerade gar nichts. Deswegen habe ich schon überlegt, ob ich einfach den Vertrag verlängere. Und quasi, weil wir haben jetzt gerade ohne Ende Kohle, auch beim Gehaltsbudget. Also wir könnten gerade alle Leistungsträger, die wir jetzt unbedingt halten wollen, auch langfristig verlängern. Da sollten wir sowieso mal drauf achten. Abseits. Ja, deutlich. Deutlich, deutlich. Wäre das erste Tor gewesen von Marc Reinhardt? Das ist bitter. Dass er noch nicht so oft getroffen hat. Aber. Es war auch deutlich abseits, fand ich. Ja, das sah man sehr, sehr gut. Jan, Monaco sicherlich jetzt die erste ganz große Herausforderung, die wir hier zu bestehen haben. Oh, in die Füße. Oh, Pinto, stark. Da spielen wir ihm den Ball quasi zu. Genau, noch auswärts bei Monaco. Achtung. Ja, gut dazwischen. Qualität haben wir noch und nöcher. Müssen wir auch genug haben, um hier zu bestehen, aber. Abseits, ja, deutlich. STW. Ach so. STW. Bastival kriegt den Ball abgenommen. Von Ramos. Ugarte. Xavi Simons. Zaire Emery. Ball abgenommen. Meine Güte, was ist los? Ja, gut von Pinto. Aber was ist jetzt schon wieder? Das ist schon wieder irgendwo Elfmeter. Ich habe überhaupt nicht gesehen, weil er hier geschubst worden ist, glaube ich, dahinter. So eine absolut unsinnige Aktion, warum man da jetzt Elfmeter bekommt. Wir haben immer noch nicht die Elfmeterschützen eingestellt, fällt mir gerade ein, aber gut. Schlecht. Rosier Duberry.
auch nicht das Spiel von uns. Obwohl wir schüsse-technisch gut dabei sind, aber so ein Elfmeter pusht ja den XG-Wert auch, das sieht man deutlich. Harvey Simmons zu zentral eigentlich, um gefährlich zu sein. Harvey Simmons, ja, der war schon ein bisschen gefährlicher, wobei auch da für den Torwart, weil er sehr weit raus war, natürlich einfacher, sich dann auch nicht auf die Torwart-Ecke konzentrieren zu müssen, sondern eben auch die Ecke dann zuzumachen. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass er in die Torwart-Ecke geht, eben sehr, sehr unwahrscheinlich. Passi, weil. Wie Simmons auf Parzival. Flanke kommt, Torwart ohne Probleme. Valdimarsson, auch ein interessanter Name. Ehrlich. Ja, Kinder, das ist noch nichts. Und Nizza gewinnt gerade 3-0 gegen Cannes und ohne Probleme. Und wir hatten gegen Cannes schon einige Probleme. Deswegen, das ist hier alles noch nicht so einfach und entschieden, wie wir das hier immer alles so gerne hätten. Javi Simmons beim Freistoß. Das ist eine gute Position. Den könnte er vielleicht machen. Ah, Latte, schade. Das war bisher unterirdisch von unserer Mannschaft. Schauen wir mal, ob sie reagieren. Schon wieder Elfmeter, das ist echt. Das jetzt der dritte Elfmeter gegen uns oder so und das jedes Mal irgendwie so eine Scheißaktion. Boah. Dupéry. Verstehe ich irgendwo nicht. Dauernd hier Elfmeter gegen sich zu bekommen. Noch ist das Spiel nicht vorbei. Erst wenn der Schiri pfeift. Da ist Zeiger. Come on. Gut. Schönes Tor. Renard. Direktabnahme von Zeiger. Weltklasse. Iguodala direkt und direkt. Wow. Traumtor. Ganz, ganz schwierige Phasen hier, die wir durchleben. STW ist in der Innenverteidigung nicht so stabil, wie wir es gehofft hatten. Häufiger mal Probleme, Reina. Vielleicht müssen wir wirklich überlegen, ob wir nicht Maison und Theate von Anfang an immer spielen lassen. Das ist das gleiche Thema wie mit Nuno Mendes auf der Linksverteidigerposition. Wir wollen natürlich schon auch dafür sorgen, dass wir langfristig die richtigen Leute da auf den Positionen haben. Und dafür brauchen natürlich die Jungen auch ihre Einsatzminuten. Aber wenn das dann in der Abwehr zu solchen Instabilitäten kommt, dann müssen wir halt anders reagieren. Zeiger. Reina. Bam. Zählt der? Oh, vielleicht nicht. Okay. Sollten wir mal ganz kurz gucken. Also, Pastival spielt eine 6-4. Schwierig. STW spielt auch nicht gut. Theate. Bringen wir jetzt mal ein bisschen Stabilität rein. Aberkanntes Tor. Schon gedacht, deswegen gar nicht geguckt.
Vincent Ugarte. Gcock Nini. Bang! Nee, was denn jetzt schon wieder? Und das also auch nicht zählen, ne? Doch, das ist gegeben. Gut. Sehr gut. Wir kommen zurück in der 75. Minute. Ganz wichtiges Ding. So, und jetzt gucken wir mal, wen können wir noch bringen? Wer kann noch einen Impuls setzen? Wir könnten auch Jure de Jong bringen, weil Marc Reynard tatsächlich nicht gut spielt. Ihr Emery auch nicht gut. Illich. Natürlich auch so eine Glaubenssache, ne? Weil klar, man erwartet von Reynard auch immer das Außergewöhnliche. Normalerweise würde ich ihn auch drauf lassen, aber wirklich jetzt ein ganz schlechtes Spiel gehabt. Ugarte, Zeiger, da ist De Jong, Zeiger, da ist Erevale und dann wird es eng in der Mitte und das war die Chance. Es wäre wenig gewesen. Javi Simmons. Vielleicht kommt sie auch nach der Ecke. Wir wissen es noch nicht. Also ich hoffe es zumindest. Nee, wohl nicht. Da war ja keine richtige Chance dabei. Wahnsinn, was wir uns da leisten zum Teil. Naja, wenigstens noch unentschieden geholt, aber es war nicht so überragend, ne? Also Monaco hat uns vor die erwartet schwere Herausforderungen gestellt, muss man sagen. Und wir haben gesehen, dass wir in der Defensive stabiler geworden sind, nachdem wir tatsächlich Perceval mal nur von der Bank gebracht haben und vor allen Dingen STWU, oh, der ganz schwieriges Spiel von ihm, ne? Also ich meine, wenn wir uns jetzt so die Mannschaft angucken, ist es halt auch im Moment besser. Aber Theate verlässt uns, ne? Also da müssen wir auf jeden Fall in der Zukunft wieder was tun. Der wird leider gehen. Will auch nicht verlängern. Also müssen wir hier was tun. Bei Ugarte müssen wir auch was tun. Aber der Vertrag läuft noch. Der nächste Vertrag, der ausläuft, wie gesagt, ist Ducouré. Der darf gehen. Das ist kein Problem. Auch kein Problem. Das hier ist ein Problem, ne? Ugarte ist ein Problem. Gonzalo Ramos könnten wir theoretisch auch nochmal versuchen. Mendes könnte ich auch nochmal versuchen, ein Jahr auf zwei zu verlängern. Tut nicht weh. Der wäre dann 33, 34, wenn wir den Vertrag nochmal verlängern. Aber langfristig gesehen macht es auf jeden Fall Sinn, jetzt schon mal hier die Leistungsträger auch noch langfristiger zu binden. Der ist 30, läuft auch, ne, läuft 36 erst aus. Da haben wir noch kein Thema. Jure de Jong, da könnten wir mal fragen, was der denn haben will. 110.000, mal nochmal ein bisschen zu drücken. 97.000. Gehaltserhöhung. Auflaufprämie wollen wir auch nicht. Zu teuer. Verhandeln wir und treffen uns bei 125. Nein, gar nicht. Treffen uns bei 135. Auch nicht. Oh, bleibt hart. 145. 5 Jahre. Das ist, glaube ich, gut. Damit steigern wir nochmal den Marktwert. Und genau, Akkumatsch wird jetzt auch noch sauber sein. Naja, wir sehen uns auf jeden Fall zum nächsten Spiel in 4 Tagen gegen Nizza. Bis gleich. So, und irgendwie habe ich total getrödelt. Wir kommen zurück zum letzten Spiel gegen Nizza. Zeiger ist nicht hundertprozentig fit, deswegen kommt Akkumatsch rein.
Wir verkaufen sehr wahrscheinlich Stefanovic für 71 Millionen. Das Problem ist noch so ein bisschen, dass mir das eben nicht wirklich was bringt. Also müsste eigentlich, um wirklich noch was zu bewegen, müsste ich noch mindestens 40 Millionen erwirtschaften. Und das ist halt die Frage, ob man dann halt bei einem oder zweien halt sehr weit unter die Schmerzgrenze gehe. Und dann theoretisch einen besseren Torwart vielleicht zu holen. Das ist halt so die Frage. Dann könnte ich noch Sandro holen von Tottenham im Tor. Oder noch ein Dyson oder sowas als Innenverteidiger. Ich weiß es nicht, ob das Geld reichen würde, aber da könnte man auf jeden Fall noch was bewegen. Also unter 100 Millionen wird es schwierig, irgendwie qualitativ was reinzubringen, was Sinn macht. Aber jetzt alles in einer Saison zu bewegen, aus unserer Sicht macht auch nicht so viel Sinn. Wir müssen schon ein bisschen auch das ein oder andere an Schnäppchen nochmal finden. Das haben wir bisher noch nicht getan. Nee, da ist er. Nizza. Ganz schwerer Gegner, ich hab's gesagt. Wir schießen das 1-0. Akkomatsch darf mal wieder ran. Zeiger, wie gesagt, angeschlagen. Da hier Emery. Nuno Mendes, Ugarte, Beate, Mendes, da hier Emery, Cognini, da ist abseits. Gonçalo Ramos. Und zwar weit abseits, ne? Oh. Ja, ich habe keinen Torwart dabei. Das ist schlecht. Ganz schlecht. Weil jeder Schuss aufs Tor ist damit eine Gefahr. Und jetzt einen Spieler im Tor zu haben, nämlich Esteve. Ja, aller Liebe kein Torwart ist. Numenisch verletzt, Percival. Ugarte platzt, bringen wir Ducouré. Cicognini. Rivale und hier wir Ilčić und hier haben wir fünf dann? Ja, haben wir schon fünf. Abseits. Wird angezeigt zumindest. Aber kann's. Junge, Junge, Junge. Das ist auch so witzig, dass wir jetzt einfach einen Spieler im Tor haben. Aktuell noch so aussieht, als wenn er gegentorfrei bleibt. Das wäre echt witzig. Aber das ist noch nicht gegeben. Rivale. Oder Wähle. Oh, das ist Gonçalo Ramos. Bam.
Das ist es vielleicht. Der Sieg im Spitzenspiel. Mit einem Spieler im Tor. Das ist krass. Das ist krass. Ja. Boom. Geschafft. 2-0. Müssen wir natürlich mal gucken, was der Torwart hat, den wir jetzt verloren haben. Das könnte nochmal richtig Bewegung reinbringen in das ganze Thema. 1-Arzt übernimmt 3 Wochen. Das ändert nichts, ob ich den zum Spezialisten schicke, nur Mensch 3 bis 5 Tage. Das ist nicht schlimm. Okay. Also wir kommen das nächste Mal wieder. Ich hoffe, also vielleicht schaffe ich es noch, einen Torwart zu verpflichten. Weiß es nicht. Wir werden noch mal ein paar Last-Minute-Angebote einholen und mal gucken, ob wir noch ein bisschen was bewegen können. Ihn hier will ich ja unbedingt loswerden. Ihn werde ich aber für 90 Millionen will ihn keiner haben. Ich biete jetzt mal 70 Millionen. Das ist, wenn man dann sagt, der kostet eigentlich 95, ist das ein Schnäppchen? Da gucken wir mal. Und genau. Dann schaue ich mal, ob ich noch einen Torwart hinbekomme. Das wäre ja nicht verkehrt. Wir haben zwar noch einen guten hier mit Harada, der nicht ganz schlecht ist. Ne? Also der hat auch noch ein bisschen Entwicklungspotenzial. Der wird dann spielen. Für Pinto gar keine Frage. Aber ich hätte natürlich gerne einen Top-Mann da zwischen den Pfosten. Und das ist die Überlegung, die wir noch haben. Also, wir sehen uns im nächsten Teil. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Euer Kentrigo. Ciao, ciao.